It's your boy, Survival Knife. Das dritte von den vier Knives ist jetzt hier zu sehen, und zwar das Survival Knife. Wie nötig es war, dieses Knife hinzuzufügen, lassen wir einfach mal aus und schauen uns an, wie die Skins darauf aussehen. Let's go. Wir fangen wieder mit dem Fade an, denn das sieht natürlich, ja, eigentlich am schicksten darauf aus, oder? Das Fade sieht generell sehr gut aus, der Griff ist dunkel gehalten, lecker. Das Slaughter auch durch die Bank weg, ganz in Ordnung. Beim Crimson Web wirkt oder wird der Handgriff dunkler, sonst ist es so wie eben gewohnt, ein Crimson Web. Auf dem anderen sah es sehr verschamariert aus, hier passt es jetzt irgendwie besser drauf. Auch die Aussparungen wurden hier gelassen, das ist ganz schick gemacht. Das Knife wirkt hier in der Beleuchtung fast schon weiß, das war bei dem anderen jetzt nicht der Fall. Ist halt dann die Frage, wie es in-game aussieht, wenn man damit rumrennt. Es hat schon was, dass da in der Mitte dieses Löchlein ist und so. Es ist eine gewisse Dynamik dahinter. Beim Case Hardened ist der Griff wieder etwas heller geworden. Hier ist der Skin jetzt auch in den Löchern drin. Oder in diesen Aussparungen, die ja eigentlich, vor allem das sieht ja sehr rausgekratzt aus. Hier sollte man eigentlich das blanke Metall sehen und nicht den Skin. Dann macht das Boreal Forest besser. Also ich finde das so besser. Es sollte so aussehen. Es ist rausgekratzt und darum müsste es eigentlich so sein. Der Griff ist hier ganz in Ordnung. Das geht. Es sieht schon mal besser aus wie das andere Boreal Forest. Auch das Stain sieht ja ganz gut drauf aus. Wir können ja nochmal hier auf die Ansicht gehen. Wie groß ist denn das Huntsman? Habe ich dir irgendwo eins Rumpf? Gut Knife ist jetzt... Also das ist mittel. Eigentlich auch so, ja. Das ist eher klein. Oh, wobei. Wie sieht es mit dem Standard Knife aus? Selbst das ist echt ein fettes Ding. Das ist halt klein, das Ding, ja. Ich meine, gut, die sind halt einfach winzig, ne? Naja, machen wir weiter mit dem Scorched. Bäh. Mach ich direkt weg. Das Nice Stripe sieht hier ein bisschen besser aus als auf dem letzten. Und das Blue Steel kann wieder punkten. Das kann auf jeden Fall wieder punkten. Das ist generell ein Skin, der schon noch gut geht. Wo man jetzt nicht sagen würde, grundsätzlich hässlich. Blue Steel. Und auch das Didi-Pad macht hier eine ganz gute Figur. Gerade eben natürlich für Tarnmuster-Fans schon ein schnickes Teil. Und sie haben ja auch die Aussparungen drin. Da würde ich jetzt gerne mal sehen. Ja. Also, das kommt sicherlich cool. Vor allem zu meinen Handschuhen passt das wirklich ganz gut. Safari Mesh, der alte Gauner. Und das Urban Mask zum Schluss. Ja. Wie sieht das so im Game aus? Es geht sogar. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Naja. Somit fehlt noch ein Knife, das mit der neuen Operation rankam. Und das schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.